Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Autospartopf und was wir heute noch so alles spielen. Der Autospartopf ist ein bisschen kleiner geworden als letzte Woche, als letzten Monat, einfach weil wir nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung haben. Aber ich muss mich nochmal bedanken. Gestern kam, also heute ist für mich Donnerstag, ihr seht das Video vermutlich am Freitag. Und am Mittwoch kam mein etwas anderes Video raus, was ich ja nachvertonen musste, weil der Ton nicht aufgenommen hat. So, ich filme heute zum ersten Mal ohne mein Mikro. Ich habe eigentlich so ein rotes Mikro, was ich quasi hier noch anschließe an die Kamera. Aber ja, der Ton war weg, ne? Vielleicht war dort ein Wackeliger und das war ganz schön stressig. Danke für eure lieben Kommentare. Also ich habe das Gefühl, ihr hattet so richtig gut Spaß mit dem Video. Ich auch. Also ich muss sagen, das Nachvertonen, das hat irre viel Spaß gemacht, aber es hat leider auch irre viel Zeit gemacht und gekostet. Und es haben einige gemeint, ja, das wäre doch cool, das öfter mal zu machen. Ja, als ich das vertont habe, dachte ich mir, das ist schon ganz witzig, beziehungsweise ich habe es ja nach dem Vertonen dann nochmal geschnitten, ne, damit ich die Spuren angleichen kann, so halbwegs. Was meistens funktioniert hat, das war nicht immer ganz synchron, weil wenn ich hier eine Aufnahme mache und ich schneide das Video und was weiß ich huste mal oder so, dann mache ich hier einen Schnitt, dann mache ich hier einen Schnitt, dann lösche ich das, dann füge ich das zusammen, fertig. Hier war das ja so, dass ich quasi in der Videodatei zum Beispiel was gesucht habe, das Trostpflaster, und dieses Suchen habe ich größtenteils rausgeschnitten, währenddessen quatsche ich aber, ja. Oder ich habe das Gähnen rausgeschnitten in der Audiospur und währendessen lief aber, ne, dazu gab es manchmal ein bisschen eigenartige Schnitte. Und relativ am Ende, als ich quasi fertig war mit dem Steuerspartopf, wir haben 114 € gespart, habe ich dann noch angefangen mit Auswärtsessen und da war der Ton irgendwie weg. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und da musste ich aber das Video ein bisschen kürzen, sonst wäre dann quasi meine Sprachaufnahme nicht mehr synchron zum Video gewesen. Deswegen ist da so ein komischer Schnitt drin. So, also es war mega witzig. Ich glaube, das war wirklich das lustigste Video, was ich jemals gemacht habe. Aber dieses Video für euch zu machen hat mit Drehen, Tonaufnahme, Videoschnitt und Hochladen über 3,5 Stunden Zeit gekostet. Und ich muss sagen, das, ja, das brauche ich so bald nicht wieder. So, aber ich finde es cool, dass es bei euch so gut angekommen ist. Und ja, war halt mal was anderes. So, das noch dazu. Ansonsten, Mama, hatten wir auf jeden Fall schon Einnahmen. Ich glaube, darüber können wir mal kurz sprechen hier. Ich habe noch nicht meinen ersten Wochenabschluss gemacht, den muss ich noch machen. Aber wir hatten Einnahmen und zwar bei Trade Republic. 58,72 € habe ich Zinsen bekommen. Man kann ja dort bei Trade Republic Geld parken. Also man muss das jetzt nicht investieren in Aktien oder ETFs, sondern man kann das quasi so ein bisschen auch als Sparbuch benutzen. Und genau, da habe ich 58 € Zinsen bekommen. War mega geil. So, jetzt nur für den Januar, Februar wird weniger, weil es hat sich im Dezember jemand von euch angemeldet über meinen Link und es gibt quasi 4% Zinsen pro Monat. Das finde ich mega gut. Aber ich habe quasi 8% bekommen und ich bilde mir ein, die Person, die sich bei mir angemeldet hat, hat auch 8% Zinsen im Januar bekommen. Also quasi doppelt so viel und deswegen kam ich auf 58 €. Es sind knapp 60, aber 30 € Zinsen im Monat sind auch mega geil. So, die Aktionen von Trade Republic, die wechseln aber immer mal. Deswegen, ich habe das quasi, glaube ich, überall unten rausgelöscht. Das ist zwar mein Trade Republic-Link drin, aber ich schreibe dort nicht mehr dazu, was es gerade quasi als Belohnung gibt, was, wenn ihr euch anmeldet, weil das wechselt teilweise so oft, dass ich selbst überrascht bin, was da gerade passiert. Ja, also ich bekomme quasi einen Bonus und der sich anmeldet, bekommt auch einen Bonus. Und teilweise muss man auch was dafür machen. Also ich weiß, ich musste mich damals nur anmelden. Dann hieß es mal, man musste irgendwie. Nee, und ich glaube, ich musste Geld draufpacken. Ich glaube, 1.000 €. So, das heißt, man musste das noch nicht investieren, sondern ich musste nur zu Trade Republic die 1.000 € packen. Und ob man die dann dort parkt. Aber damals gab es noch keine Zinsen, ne? Und irgendwann hieß es dann, man muss irgendwie Aktien im Wert von 200 € oder ETFs im Wert von 200 €, also man muss investieren 200 € und mittlerweile gibt es wieder was anderes. Also ich bin da nicht aktuell, was diese Bestimmung angeht, weil die ändern die teilweise auch zu, ne? Ich gucke da nicht jeden Tag in diese App rein. Falls das irgendwen von euch interessiert, dann klickt einfach auf den Link und dann steht es da. Also Trade Republic sagt euch dann, was sie möchten.
So, ist jetzt kein Zwang, ne? Nur für diejenigen, die es interessiert, weil sie sagen, oh Mensch, Zinsen. Und ich habe von Patreon das Geld bekommen für den Januar und zwar 365,22 € und hier auf jeden Fall ein dickes Herzchen für alle Patreons, die mich unterstützen. Seit kurzem, seit langem. Manche unterstützen mich tatsächlich seit den 1,5 Jahren, wo ich das am Laufen habe. Und ja, das ist der höchste Beitrag. Also ich glaube, wir wachsen. Also ich hatte auch zeitweise gehen mal mehr als neue kommen, ne? Aber das war jetzt auf jeden Fall Rekord und das ist einfach mega schön, weil es ist so eine zusätzliche Unterstützung, die wir in meinem schlechten Monat halt auch mal gut gebrauchen können. Und die können wir verzocken. Deswegen, die habe ich hier hingeschrieben. Trade Republic bleibt auf Trade Republic. Das wird quasi reinvestiert bzw. reverzinst, ne? Aber das Patreon-Geld, das können wir quasi mit zum Verspielen benutzen. Ich habe es bloß falsch hingeschrieben. Eigentlich müssten wir hier das Geld hinschreiben, was wir generell zur Verfügung haben. Ah, das habe ich jetzt ein bisschen falsch gemacht. Das ist so typisch. Das ist so, so typisch. Da kommen wir gleich zum nächsten Fehler, aber der Reihe nach. So, also erstmal, wir haben zur Verfügung zum Sparen 2560 €. Und weiß noch nicht, wie ich es mache. Doch, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ist sowieso erst für das Sonntagsvideo relevant. So, damit wir so ein bisschen tracken können. Wie es aussieht. So, ich glaube, heute sitze ich lieber mit euch. Ich fahre euch jetzt runter. Passt auf. So, mach's mir jetzt gemütlich. Ich stehe eben schon den ganzen Vormittag. Ach, so. Ich habe schon E-Mails beantwortet und Social Media gemacht. Und ich habe auch eine halbe Stunde an meinen Romanprojekten gearbeitet. Das ist noch nicht spruchreif. Aber ich versuche jetzt jeden Tag so eine halbe Stunde dran zu bleiben und dann wird das, glaube ich, mega cool. So, und eine winzige Neuerung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir noch einen Taschenrechner gekauft. Ich weiß, ich bin ein bisschen bekloppt. Die zwei habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Und dann habe ich mir später noch die zwei gekauft. Ich liebe diese Casio-Rechner. Ich habe die meisten davon gekauft, als sie im Angebot waren. Das sind jetzt so die Farben. Und auf den orangefarbenen war ich schon länger scharf. Aber der hat meistens irgendwie so 12, 13 € gekostet. Durchschnittlich kosten die, glaube ich, 8,50 €. Und ich habe aber auch schon welche für 7 € gekauft. Und ich liebe einfach irgendwie die Farben. Ach, naja, so. Ich hab so meine Luxusprobleme. Und ja, der hier war, ich weiß nicht, ob er immer noch im Angebot ist. Ich habe den letzte Woche bestellt. Ich glaube für, war das 5,99 € oder 6,99 €? Aber Mindestbestellmenge 3. Oh, bin ich so spatze gegangen. Ich so, Spatze, jetzt ist endlich mal der orangefarbene Taschenrechner. Und da sind wir beide auf dieselbe Idee gekommen, nämlich dass ich alle 3 bestelle. Und es gibt auf jeden Fall einen hier zu dem 3000-Abonnenten-Gewinnspiel. So, aber demnächst gibt es erstmal das für 2700. Ne? Es gibt ja immer bei 100, jetzt gibt es ein kleines Gewinnspiel. Und ich finde die Farbe mega gut. Deswegen rechnen wir heute mit dem hier und brauchen natürlich noch einen Zettel. Aktuell haben wir grüne. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich bin vorbereitet. So, wir legen jetzt also los mit dem Autospartopf. Und zwar Poison Apple. So, Spatzen war gerade da. So, wir würfeln dreimal. So, ich versuche mal überall, na, dass wir so ein bisschen gucken, was könnte so unsere Routine sein. Wir würfeln mit dem grünen Würfel und gehen rückwärts. So, also in diese Richtung. Und gehen hier auf die 2 €. Jetzt sind wir auf dem roten Apfel. Dann nehmen wir jetzt den marmorierten roten Würfel und gehen vorwärts. Ne, 4. 1, 2, 3, 4. So, das ist Start. Genau, das ist quasi mein Startfeld. Also die gilt eigentlich nicht. Also landen wir ja theoretisch hier. Und sind quasi auf dem grünen Feld. Und hier steht Würfe einmal. Und es ist eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 2 €.
Ich würde ja gern mal auf den roten Apfel kommen, da waren wir noch nie. Also das ist quasi nicht dieser rote Apfel, sondern das ist so ein vergifteter roter Apfel. Der ist auch so ein bisschen, da ist sind ja, der perlt das Gift runter und der hat keine Zahl. Dafür brauchen wir, ne? Drei. Eins, zwei, drei. Ja, also. So. Hat doch geklappt. Oh, Schneewittchen hat einen Apfel in einen Apfel gebissen. Schau auf der Rubbelkarte, ob er giftig war. Wenn du schon alle freigerubbelt hast, musst du heute aussetzen. So. Genau, das rubbel ich ohne euch. Achso, hier muss ich mal noch dieses Ding entfernen. Weil ihr sollt ja nicht wissen, wo die Äpfel sind. Nicht wahr? So, wir rubbeln also. Ich weiß es auch nicht mehr. Ach so, hier ist noch ein Ereignisfeld. Also nee, hier ist noch so ein Textchen. Schneewittchen isst ein Apfel, obwohl die Zwerge sie gewarnt hatten. Hoffentlich war er nicht vergiftet. Rubbel ein Feld frei. Findest du einen vergifteten Apfel, musst du leider erst einen Kuss der wahren Liebe erhalten. Gehe also zum Prinzen. Das ist das Feld hier. Feld auf dem Sparspiel und schau, ob er der Richtige ist. Und dann lesen wir hier hinten den Text. So, ich habe aber keinen Apfel, sondern ich habe tatsächlich 10 Euro freigerubbelt. Das einzige große Sparfeld, was ich versteckt habe, und das erwischen wir natürlich. Na gut. So, also, dann holen wir erstmal unseren Staubi und sagen dem Hallo. Nee, er sagt euch Hallo, ihr müsst ihm Hallo sagen. Hallo, Staubi. Ach, der muss mal wieder ein bisschen aufgeladen werden. Judy, dann haben wir dreimal gewürfelt und wir bleiben auch ganz, ganz artig bei den dreimal und haben 14 Euro gespart. So. Ich hole mir mal hier noch meine Rubbelhilfen. Hier ist die von Steffi. Und irgendwo ist auch die Kleine gelandet. Die habe ich aus Versehen woanders hingepackt. Wobei ich davon unbedingt demnächst eine neue brauche. Was habe ich gesagt? 14 Euro im Preußen-Eppe. Ja, vielleicht schaffen wir heute noch den Haussporttopf. Hm? Das wäre ja nicht so verkehrt. Ach so, ich habe im Videoschnitt, erst im Videoschnitt, ne? Ich habe diese Budgetgestaltung gemacht. Ich habe dazu ein Kurzvideo aufgenommen. Ich habe dieses Video gedreht. Und ich habe es noch einmal kommentiert, also nachvertont. Mir ist nicht aufgefallen, dass hier ein P gefehlt hat. Hier stand Saartöpfe. Und als ich dann das Video geschnitten habe und mich quasi beobachtet habe, wie ich spiele, fällt mir das wie Schuppen von den Augen. Und ich dachte mir, nein, ey, jetzt hast du quasi schon so viele Aufnahmen gemacht und das schon so oft erwähnt. Und da hast du wieder einen Fehler drin. Ich tippe halt manchmal schneller, als ich denke. Oder ich schreibe manchmal auch schneller, als ich denke. Also, oder andersrum, ich weiß es nicht. Also ich vergesse gerne mal Buchstaben oder habe Buchstaben. Dreher statt uns schreibe ich zum Beispiel Nut. Oder was gab es auch schon? Uten und all solche Sachen. Also das ist bei mir leider typisch. Und ich kriege das auch nicht in den Griff. Also ich bin wirklich so Typ schusseliger Professor. Ich weiß, es ist jetzt nicht das Geilste, wenn man ein eigenes Business hat, aber ich überlebe das. So, ich überlebe das. So, jetzt spielen wir von meiner lieben Sandra. Sandra, ich knutsch dich. Wir haben heute ganz witzige Sprachnachrichten aufgenommen. Ich würfel dreimal. Und ja, wir gucken mal, was uns hier erwartet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 4 oder 12. Dann sparen wir die 4 Euro. So, eine 2. Start. Aber wir sind theoretisch auf dem Hundi, ne? So, die Stella. Gab es hier Würfel zum Aus? Nee, ich glaube Spielzeug zum Kaufen, ne? Ach doch, Würfel zum. Ja. Ich würde sagen. Ich schnappe mir erstmal ein rosa. Ich hoffe, es ist auch das Richtige. Und ich würde sagen, wir würfeln zweimal. Und wir haben ja jetzt, dank Björn, schon zwei rosafarbene Würfel. Und es ist ja perfekt. Wir haben zwei Fünfen. Ach du Scheiße, da spare ich ja 10 Euro. Was habe ich mir dabei gedacht, dass ich mit zwei Würfeln würfe? Gut. Da müssen wir jetzt durch. Was nehmen wir denn? Ball ist, glaube ich, cool, Knochen ist cool, Napf ist cool, Bett ist cool.
Naja, passt auf, wir kümmern uns mal um die Hauptbedürfnisse. Also Leine ist wichtig. Dann arbeiten wir hier quasi am Bettchen. Das ist auch wichtig. Und am Napf. So. Und ich kenne auch schon die Updates von Sandras neuen Spiel. Leute, das wird so geil. Das wird. Mann, ich kann es kaum erwarten, aber sie ist da noch. Sie bastelt noch. Aber da freue ich mich schon mega drauf. So, 1, 2, 3, 4. 4 €. Na gut, dann 18 €. Hat man diesmal nur ein Ereignis, Feld, aber die nächste Woche kommt. So, ach ja, Trinkreminder habe ich vergessen. Ich habe hier ein Viertel Saft, drei Viertel Sprudelwasser. Und zwar aus der Susentasse. Die gab es auch zu Weihnachten. So. Von der Marina. Ich verwechsel das gerne. Aber ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 6 Tassen letzten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die Susan- und Spatzeltasse von der Marina, die Gruselclown, Cozy Cat und Pinguin von der Franzi von Kreatives Stübchen. Und von Alltagssparen habe ich ja dann noch eine Tasse mit meinem Logo bekommen. Genau. Ich versuche das immer zusammenzukriegen, damit ich das nicht durcheinander bringe. Dann ist es peinlich, ein bisschen. So, bei der Dragon Quest habt ihr gesagt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, weil ich natürlich im Uhrzeigersinn laufen wollte, aber wir kamen von hier oben und laufen in diese Richtung. So, ist von Trio Design, liebe ich sehr. Und mit was würfeln wir denn? Ach, jetzt fällt mir ein, ich wollte mir so ein Würfeldings im Internet bestellen. Ach so, da müssen wir uns mal was hinter die Ohren schreiben. Also, wir versuchen auch dreimal zu würfeln. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, und Schild. Ich glaube, das heißt, ich muss mich verteidigen. Kann das sein? So. Und zwar geht los. Du wirst angegriffen und musst dich verteidigen. Nutze dazu Verteidigungsanleitung deines Charakters. Der Angreifer hat immer eine Kraft von 15. Okay, 15. Und ich habe. Oh, ich habe schon wieder das Gehenproblem. Also ich glaube, es wird auch Zeit, dass Frühling wird und dass es A draußen heller wird und B, dass wir öfter nutzen können, lüften können, ohne zu erfrieren. Wir hatten gestern einen Schneesturm. Bisschen kalt. Ich habe 9, 12. So. Und zwar habe ich Feenblut, sorgt vor Immunität bei Schlafmagie. Deckmantel der Wildnis sorgt dafür, dass dein Charakter 18 Meter weit in der Dunkelheit sehen kann. Und Tiergestalt lässt dein Charakter die Gestalt eines da zuvor gesehenen Tieres annehmen. Ich habe gar nicht ihre Würfel benutzt. Fällt mir gerade ein, weil wir nämlich einen Würfel brauchen. Also, ich habe 12, er hat 15, wir würfeln. Und es ist eine 1. Ich bin näher dran. Und was heißt das? Ist die Zahl näher an der Gesamtpunktzahl deines Gegners, gewinnst du. Ist sie näher an der deines Charakters, verlierst du. Und du musst die gewürfelte Augenzahl sparen. Na gut. Huch, mit einem Euro kann ich leben. So, weiter geht's im Text. Wo sind denn überhaupt ihre Würfel? Was habe ich denn mit den 20er? Da ist er. Meine Güte. Eine 3. 1, 2, 3. Jetzt sparen wir noch 8 € und noch ein drittes Mal eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12 €. Prima. Gut, 12 und 18, 20 und 1 sind 21. Wir sparen 21 € auf mehr lasse ich mich gar nicht ein. Also das Spiel von Trio Design ist, wenn man Pech hat, gefährlich hoch. Aber gut, deswegen ist es auch im Autospartopf, weil wir wollen ja ein bisschen was schaffen fürs Auto. So. Dann habe ich hier noch zwei Challenges drin. Wenn man jetzt mal vergleicht mit dem letzten Monat. Da war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir 5. Ja, genau, sind zwei weniger. So. Ja, haben, was machen wir denn zuerst?
Na gut, in der Liste steht die Sparlava, die ist von Alltagssparen und da müssen wir hier, die Drachenmama muss zu ihren Babys und die kann nicht fliegen und deswegen muss die hier über die Steinchen. So, wir würfeln mit einem Vierer und gucken, wie viele Felder wir aufrubbeln. Zwei. Gut, wir waren beim letzten Mal hier und ich würde sagen, wir versuchen das mal mit dem hier und dann gehen wir nach unten. Verdammt. Die Jeanette hat nicht immer den längsten Weg. So, Felsen 4 Euro, heiße Lava 6. Wir sparen also 10 und dann rubbeln wir das hier noch ordentlich auf. So. So, dann haben wir erstmal die Ecken und den Rest machen wir hier mit der Steffi. Da kann man nämlich auch, also mit Steffis Rubbelhilfe, kann man nämlich auch sehr gut arbeiten hier. Also hier werden wir noch viele, viele, viele Wochen Spaß haben. Auf der Suche nach dem Weg. So, wo ist der Staubi? Oh, hier. Na gut, hier bin ich jetzt doch ein bisschen abgerutscht. Aber ansonsten sieht es doch ganz sauber aus. Gut, und dann haben wir noch die Wörtersuche von der Sabrina. Wir haben fünf. Wir haben fünf Herzen. Und da würde ich sagen, machen wir jede Woche eins. Wir nehmen hier wieder. Burgundi. So, und was sehen wir? Pritzelkülsen. Praline. So, die gibt es bestimmt. Ja. Ja, versucht das. Ihr könnt es ja selbst mal versuchen auszusprechen. Pritzelkülsen. So, ich habe jetzt einmal die Zunge gebrochen. Nur für euch. Ich liebe Wörter suchen. Ich weiß, ich erzähle es jedes Mal. Dann rubbeln wir das Pralinchen auf und gucken wir mal, was sie für uns hat. 3 Euro. Na wunderbar. So. Judy. So, 3 Euro. Danach würde eigentlich Führerschein kommen, aber da wir ja aktuell das Krimi-Spiel spielen, machen wir das dann wieder am Ende des Videos. Und wir haben ja jetzt theoretisch, also ich hätte schon gesagt, dass wir gucken, ob das Video, ob wir so ein Stündchen machen. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp 36 Minuten Zeit. Wobei Spatze war vorhin drin, das muss ich wegschneiden. So, also sind wir jetzt noch gar nicht bei 24. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um das Haus. Ich habe übrigens die Kette, die ich bekommen habe, hatte ich ans Handy gemacht und habe aber festgestellt, wenn ich es dann zum Beispiel in die Hosentasche stecke, dann ist die Kette mir ein bisschen zu massiv und deswegen dachte ich, die benutzen wir jetzt hier einfach zum Budgetieren und müssen dann immer an die. Oh, das ist gar nicht Sabrina, war? Ist die von der Jackie? Ist sie von Confetti Budget? Oh, schreibt mir mal in die Kommentare, von wem die Kette war. Eieieiei. So. Eieieiei. So, ich weiß noch, da war mit Schrift, ne? Da hat jemand so mit feinem schwarzen Feinliner drauf geschrieben. Ja. Ich bin mir zu 95% sicher, dass es Confetti Budget ist. Gibt's auch bei ihrem Shop. Uiuiuiuiuiui, Susan, das ist gar nicht so gut. So, aber ihr seid in den Kommentaren bestimmt lieb zu mir. Also, Plätzchen backen. Wollen wir diesen Monat abschließen? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir Fünfe abstreichen können. Wir haben ja quasi noch die Zutaten, wo wir nichts sparen. 11 und 5. So, wo ist mein Stift?
Lieblingsstift natürlich ganz weit weggeräumt. Was habe ich gesagt? 11 und 5. So. 1 Euro. Ich vermute fast, dass wir hier über 10 gar nicht sparen. So, 5 und 1. 5 und 6. 3 und 6. Ja, Stück, Bruder. So, das war Nummer 2. 12 und 4 hat er schon. 7 und 1. Ein Stück, ein Löffel Zucker. Ein bisschen Zucker. 3. Wir haben 3 abgestrichen. 9 und 1 hat er schon. 3 und 3 haben wir schon. 6 und 2. 4. Das war das vierte Mal. So, und dann können wir noch einmal was abstreichen. So, schauen wir mal. 7 und 1 haben wir schon. 6 und 2. 12 und 1. So, 3 Euro. Habe ich ja gesagt, wir kommen auf 7, 8. So, das war jetzt gar nicht so dramatisch. 8 Euro beim Plätzchenbacken. Ja, und wenn wir das nämlich abschließen, ich hefte es schon mal ein, damit ich es nicht wieder vergesse, dann wird nämlich das Osterfest gespart. So. Das neue Patreon-Spiel, was ich vergessen habe in meiner Planung. Das ist nicht so schön. Na, zum Glück ist noch ein bisschen Frühling. Was steht als nächstes in der Liste? Scratch-Puzzle. Ach ja, der Froschkönig. Apropos, der Froschkönig. Ich habe das letzte Set. Wann habe ich das letzte Set verkauft? Heute ist Donnerstag. Ich glaube am Dienstag. Falls ihr das noch brauchen solltet, weil ihr gezögert habt oder wartet, bis ihr Geldeingang habt oder in Gutschein und so weiter und so fort. Die Steffi, also Sally und Tommy, wir haben ja das zusammen gemacht. Die hat noch welche. So. Und ich habe ihren Link unten drin, also auch den, wo sie Etsy-Gebühren spart. Und also falls ihr das noch möchtet, das gibt es bei der Steffi. So, wir machen das Rubbel-Scratch-Puzzle von der lieben Sandra. Und ich würde sagen, was machen wir denn? 3 Würfel? 2? Na gut, der Winter ist irgendwann mal vorbei, ne? Komm, wir machen 3. 2, 6 und 1, wir sparen also 9 Euro. Es kommt ja irgendwann ihr Frühlingshaftes raus. So, wir brauchen eine. Hier ist eine 6 und eine 2, das ist schon mal ganz gut. So, die kann ich ja schön rausarbeiten. Und wir rubbeln. Das ist ganz lustig. Spatzel lacht draußen. Der hört sich nämlich die Sprachnachrichten von der Sandra an. Und mal gucken, ob er ihr auch antwortet oder ob wir das dann nachher gemeinsam tun. Wir planen nämlich eine kleine schöne Sache und da freue ich mich schon drauf. So, und Spatze auch so, wie er klingt. Wir haben noch dreimal 1 Euro. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal hier den oberen, der so ein bisschen in der Mitte ist. Den müssen wir jetzt natürlich an. Ich wieder. Ich habe nicht oben reingeguckt. Wir haben gerade die zwei aufgerubbelt. So, und ich mache hier noch die 1. Ein bisschen in der Mitte. Das ist so verflucht manchmal mit dieser Kamera, weil die nimmt ein bisschen weniger als 30 Minuten auf. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann war's das. So, aber da wir sowieso gerade mit meditativem Rubbeln beschäftigt sind, ist das, glaube ich, verschmerzbar. So, ich glaube, das ist ein Fenster im Hintergrund. Wir rubbeln aber alles sauber. Saugen. Wir saugen alles sauber. Und ja, das sieht so ein bisschen wie ein Fenster aus. Und hier ist, glaube ich, noch eine junge Dame. Ich freue mich schon drauf. So, also, das war das Scratch-Puzzle von der Sandra.
Ich hoffe, er hat noch aufgenommen, wie ich gesagt habe, dass der Froschkönig bei mir ausverkauft ist. So. Und zwar, wo ist denn? So, ich habe mir auch das Säckchen hingetan. Ach nee, ich nehme doch. Ich nehme doch den präparierten natürlich. So, weil hier sind die Lose, die wir brauchen für den Froschkönig. Unbedingt drauf aufpassen, die nicht mit anderen zusammenzupacken, weil hier sind 5 Nieten und nur ein richtiger. So, 20er Würfel, Herzchen und wir nehmen hier den fetten. So, der hier perfekt da drauf passt. Und ja, so mal, noch mal kurz zur Storyline. Prinzessin Liliana soll Prinz Gundalf von Graufels heiraten. Das ist der Typ hier. Ich weiß, dass einige den extrem heiß finden. Er ist aber ein arroganter und eiskalter Kerl, der nur den Reichtum seiner Familie vergrößern möchte. Wütend läuft die Prinzessin davon und versteckt sich bei dem verzauberten Brunnen. Um sich abzulenken, spielt sie mit ihrem ganz persönlichen Schatz, der goldenen Kugel ihrer Großmutter. In ihrer Wut wirft sie die Kugel immer wieder nach oben, bis sie im Brunnen landet. Liliana weint bitterlich, da taucht plötzlich ein sprechender Frosch auf. Ob er ihr helfen kann? So. So, ich hole mal noch schnell ein bisschen Wasser. So, jetzt habe ich meinen Restsaft noch weiter verdünnt. Sieht so aus. Ja, sieht so aus wie Apfelsaft. Juli. Lass mir hier noch was Gesundes trinken. Auch hier würde ich versuchen, dreimal zu würfeln. Wir schauen mal. Eins, zwei, drei. Oh, vier oder eins. Da würde ich doch mal sagen, wir sparen nur den einen Euro. Dann können wir vielleicht noch ein Ereignisfeld mehr mitnehmen. Wir schauen mal. Prinz Gundalf. So. Prinz Gundalf ist ein echter Kotzbrocken. Er stellt der Prinzessin nach und versucht sie zu küssen. Würfel und weiche die Augenzahl zurück. Prima. Mit vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei oder fünf. Wir sparen zwei. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen, auf den Brunnen oder den Frosch zu kommen. Wir haben ja nämlich noch eine Challenge dazu. Und jetzt kann ich sie euch noch zeigen, weil hier müssen wir die Kugel finden. Und hier müssen wir den Frosch knutschen. So, da hätte ich ja schon Bock drauf. Eine sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, das ist ja wie gemacht. Der Frosch behauptet doch tatsächlich, er wäre ein verzauberter Prinz. Nimm die Karte mit den Fröschen und ziehe ein Los. So, passt auf. Knutsch den Frosch. Prinzessin Liliana soll also den Frosch küssen. Ziehe ein Los. Ist es eine Niete, entpuppt sich der Frosch als garstiger kleiner Kobold. Du kannst zum Trost aber die Würfel besparen. Ich dachte mir, wenn ihr schon sechs Lose bekommt und fünf davon sind Nieten, das kann vielleicht ein bisschen frustrierend sein. Und da kann man dann hier nochmal würfeln. Oder zweimal, wie ihr lustig seid. Du kannst zum Trost aber die Würfel besparen. Steht ein Betrag, und das gibt es ja nur einmal, auf dem Los hat sie ihren Prinzen gefunden. Und ich würde sagen, wir ziehen ein Los. Ich ist bestimmt ein Kobold. So, wir haben einen Kobold geknutscht. Ekelhaft. Da wischen wir uns erstmal hier so ein bisschen den Mund ab. So, Mund ist abgewischt. Und ich würfel einmal und habe eine 6. So. Ach so, ich habe ja kein richtig schönes. Na, wobei habe ich nicht ein Lila? Gucken, wie das Lila aussieht hier. Geht. So, haben wir eine 6. Und wir sparen 9 Euro. Und ich bin auf den Frosch gekommen. So, das packen wir jetzt erstmal wieder alles hier rein. Und ich streiche hier einmal ab. Das war der Froschkönig. Wir haben den Frosch geknutscht und naja. So, wir haben den Frosch jetzt nicht erfolgreich geknutscht. Was habe ich gesagt? 9 Euro waren es, ne? So, 9. Sag mal, wir haben Auto gar nicht zusammengerechnet. Ich dachte gerade so, wir haben doch den schönen tollen neuen Taschenrechner noch gar nicht benutzt. Also 14, 18, 21, 10 und 3. Was? 14, 18, 21, 10 und 3. So, 66 Euro.
Goodie. Dann habe ich eine Challenge, die müsste von der Franzi sein. Ja. So. Kitesteaming. Ich hatte mir ein paar von ihr rausgesucht, aber ich dachte, das sind 55 € und das können wir machen. Und ich würde sagen, wir beenden die Challenge auch komplett diesen Monat. Wir haben ja noch genug von ihr. Wir haben ja noch genug von ihr. So, und deswegen machen wir die ganze Challenge platt. Und ich würde sagen, immer eins rubbeln, zwei abstreichen. Sowas in der Art. Da können wir dann sogar das rund machen. Ach so, dann schauen wir erstmal im Haushaltsbingo. Ich habe weder unter dem Bett geputzt noch die Schuhe. Es ist, es ist langsam peinlich. Es ist langsam peinlich. Ich hoffe, ich habe demnächst mal einen Hausarbeitstag, wo ich mich um sowas kümmern kann. Aber ich habe gerade so eine Morgenroutine, wo ich immer so viel mache. Ne? Also eine halbe Stunde arbeite ich an meinem Schreibprojekt, eine Viertelstunde mache ich E-Mails und so weiter und so fort. Und in dieser täglichen Routine ist tatsächlich auch Aufräumen und Umräumen dran. Diese Zeit widme ich aber aktuell komplett dem Arbeitszimmer, weil ich hier so viel zu tun habe und so viel zu verändern möchte. Und da ist halt weder irgendwie das Schuhregal noch die Kartons unter Bett sind wichtig. Also saugen tun wir dort schon, ne? Aber mal diese Kartons auszusortieren und mal gucken, ob da irgendwas weg kann. Ach, es ist ein Graum. Gut. Dementsprechend kein Haushaltsbingo. Und ja, ins Haus sparen wir. Ich weiß nicht, ob wir diesen Monat vielleicht auf 100 € kommen. Ja, es wird nicht so irre viel sein. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, geschuldet, dass A, der Februar nur mal 5 Wochen hat. Und B, haben wir im Januar relativ viel Geld von unserem Gewerbe investiert. Ins Gewerbe. Und das heißt, es ist gar nicht so viel Gewinn übrig, wie es vielleicht hätte sein können, sozusagen. Und warte, Staubi. Und ich dachte, wir machen ein bisschen was fürs Haus, aber nicht zu viel, sozusagen. So, wir haben also 2 €. Wir haben damit, nee, also wir haben schon im Topf, wartet mal, 18, 27, nee, 26, 26. 26 haben wir. Plus 2 wären 28. Wollen wir nur 30 € ins Haus packen? Wie wäre es mit 35? Machen wir jetzt noch 7 €. Passt auf. Wir machen einmal 5 und einmal 2. So. Also quasi 9. Na, gucken wir nochmal. 9 plus 9 plus 9 sind 27. Ja, super. Plus 18, 35. Ja, das hättest du jetzt auch noch im Kopf rechnen können, aber ist ja nicht so schlimm. So. Naja, da kommt ein bisschen mehr als 100 € in den Topf. So. Da würde ich sagen, machen wir jetzt noch den Umzug. Ja, da ist das Spiel von Andreas schon drin, aber nur weil der quasi nicht in meine Folge. So, das ist hier die Box. Ach, und vielen Dank für eure lieben Worte. Ich glaube, das habe ich auch noch in dem Video gesagt. Das hatte ich vergessen nachzuvertonen. Hier sind seine ganzen coolen Challenges. Und das Spielfeld ist einfach zu groß. So, und dann dachte ich, nur, dann können wir das auch einhelfen. Das ist mit Steffis Spielbrettern übrigens auch so. Und ich glaube auch ein paar von der Andrea. So. Also, dass die quasi nicht so ganz in meine Boxen reinpassen. So, und deswegen ist es hier schon eingeheftet. Also, wir haben im Umzug eine Challenge und zwar der Mountain Walk von der lieben Sandra. Und hier würfeln wir zweimal, denke ich. Ja, wir machen erstmal zweimal. Wir können am Ende des Monats noch mal gucken, was noch übrig ist. So, zwei Vieren. Habe ich überhaupt zwei Vieren? Ich habe keine einzige. Wir können natürlich dann jetzt zwei ohne sechs draus machen oder wir würfeln noch mal. Na, wir gucken mal. Eine sechs und eine vier. Eine eins und eine sechs. So, 7 € kommen also in den Umzugstopf. Und wir machen hier die 6.
Ich bin gespannt, was sie hier unter dem Rubbelfeld versteckt hat. So. Unten eins. Ja, mit dem Umzugszoff können wir es langsam angehen. Also bis wir hier mal ausziehen und aus Chemnitz wegziehen, das wird noch ein paar Jahre, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen. Und so, das ist dieser Beiner. Und im Umzugsjob sind wir jetzt schon. Oh, ja, ich habe es nicht übertragen. Das müssen wir mal noch machen. Im Umzugsjob sind jetzt 665 Euro. Also, das wird. So, jetzt haben wir immer noch gut Zeit. Jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Wir spielen auf jeden Fall noch den Führerschein. Aber wenn ich quasi jetzt zu viel spiele, wird das Sonntagsvideo zu kurz. Wobei ich weiß, dass es wurde mir Post angekündigt. Aber ich weiß ja nicht, wann die kommt. Sonst hätte ich gesagt, mache ich noch ein Päckchen auf. So, mache ich jetzt noch was anderes außer den Führerschein? Ich weiß es nicht. Wollen wir noch die Leseliebe machen? Lasst uns mal noch die Leseliebe machen. So, hier wieder die ganzen Deckblätter am Start. Ich glaube, das neue Deckblatt für den März müsste morgen kommen. Ich bin gespannt, wie die Farben geworden sind. So, Kleiderschrank habe ich auch gar nicht. Das. Ah, hier seht ihr schon, was hier so passiert. Kann man denn noch was sehen? Ah, so, was haben wir denn noch alles? Kennt ihr schon? Guck mal, wer hier ist. Ja. So. So sieht's aus. Komm. Wir machen die Leseliebe von Black Roses Design. So viel haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ich würde sagen, wir würfeln hier oben einmal. Ja. Mit rosa. 2. So, 2 Euro. Ich habe mir, glaube ich, auch schon 2 E-Books diesen Monat gekauft. Das heißt, so 5 Euro können wir heute schon machen. Komm, dann rubbeln wir noch ein Herz auf. Wobei hier sind auch 5 Euro zum Abstreichen. Komm, dann streichen wir 5 Euro ab und sparen die 7 Euro. Wir lassen es mal langsam angehen. Also die Challenge, die machen wir auf jeden Fall diesen Monat fertig. Die machen wir so richtig fertig, aber gemütlich. So, 7 Euro sind okay. Ich glaube, ich habe um die 7 Euro irgendwas zwischen 5 und 8 habe ich ausgegeben für die 2 E-Books zusammen. Also ich glaube, das eine hat 4,99 gekostet und das andere vermutlich 99 Cent. Das wären ja 6 Euro, aber ich kann es nicht beschreien. Gut, haben wir Lesentopf gemacht und dann kümmern wir jetzt uns um den Führerschein. So, also alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, das ist, glaube ich, von Finanzchaos war es, ha? So, das ist das Cold Case Spiel Eleanor Thornton. Und habe ich das nicht hier hinten reingepackt? Habe ich das nicht irgendwo reingepackt? Die Karte? Ah ja, falls ich es vergesse, genau, Finanzchaos. Und hier ist dann quasi noch der Code für die nächste Bestellung, spar 10. So. Also habe ich mal ein Geschenk bekommen von der lieben Zuschauerin. Ich habe von Finanzchaos sonst mit ihr gar keinen Kontakt und kann daher da nichts weiter dazu sagen. Deswegen muss ich jedes Mal gucken, weil ich einfach der Shop ist für mich irgendwie nicht so präsent. Also es ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber ihr wisst sicherlich auch, wie schwer das ist, bei Etsy durchzusehen. So. Aber ich bin sehr froh, dass ich dieses Spiel bekommen habe, denn hier warten noch 2 liebevoll gestaltete Umschläge auf uns. Und ja, wir haben ja immer noch Rätsel zu lösen. So, also alle, die nicht gespoilert werden wollen, den sage ich schon mal Winke, Winke. Und ich wünsche euch einen wundervollen Start ins Wochenende. Und alle anderen kümmern sich jetzt mit mir ums Dekodieren. So, und ich würde auch sagen, wir machen heute noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben auf jeden Fall. Da haben wir das letzte Mal minimal beschummelt. Und nachdem wir diese 7 Buchstaben haben, öffnen wir auch den Umschlag. So. Also, ich glaube, das heißt Schatten. Und wir gucken mal. Ist der überhaupt richtig eingestellt? A ist V. Ja, genau. Judy, dann H ist C.
M ist Hahn, ja. So, F ist ein. Wo ist ein F? A. So, die Ys sind zwei T. Ja, das wird schon ein Schatten sein. J ist ein I. Und S ist ein N. Ja. Also, das sind sieben Buchstaben. Wir sparen also 7 mal 3 auf jeden Fall 21 Euro. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir beim Führerschein diesen Monat ein bisschen, ich sag mal, nicht loslegen, aber ein bisschen großzügiger sparen als letzten Monat. War das nicht 4 Euro? Doch, 27. Wie viel haben wir denn letzten Monat immer gespart? 24. Ach, wir haben nur 6 Buchstaben gemacht. 6 mal 3 ist 18, Susan. Mal 3 ist 24. Wenn wir also 7 Buchstaben haben mal 3, dann sind das 21. Ich habe doch 21 Euro hingeschrieben. Was geht denn bitte schon wieder in meinem Kopf rum? Ich war jetzt irgendwie gedanklich bei 27 Euro, oder? Habe ich 27 gesagt? Irgendwie bin ich gerade bei 27. Wir haben 21 gespart. So, genau. Wenn wir vielleicht so heute die 30 überschreiten. Beim Führerschein ist nicht schlimm, weil wir müssen ja mit Spanzer dann langsam mal hinne machen. So, ja, und jetzt dürfen wir den ersten Umschlag öffnen. Genau. So, damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe keine Ahnung, was ich euch hier für eine Rechenleistung präsentiert habe, aber irgendwie hat es in meinem Gehirn gerade gehakt. So, Umschlag 1. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Nein. So, was ist hier? Oha. Oha, okay. So, die Wahrheit verbirgt sich im Tanz der Schatten. Was hat das zu bedeuten? Diese kryptische Nachricht muss ja einen Sinn haben. Du schaust dir die Fallakte noch einmal an und entdeckst, dass Thornton die Mitarbeiterin eines Tanzclubs war. Ob es etwas damit zu tun hat? Du beschließt dich, den Tanzclub aufzusuchen. Meine Güte. In dem Tanzclub angekommen siehst du, dass im hinteren Teil der Bühne ein Schattentheater eingebaut ist. Aha, du bist hier eindeutig auf der richtigen Spur. Als du dich näher umsiehst, entdeckst du Schmierereien an der Rückseite. Nimm dir die Lupe. Ach, wie geil. Und die Schmierereien. Ach, wie geil ist das denn? So. Hier stehen Wörter. Ich spare für jedes Wort 5 Euro. Aha, so. Wir nehmen also ein Wort. Welches Wort nehmen wir denn? Das ist ja hier wie beim Adventskalender von Ravensburger. Wir nehmen mal das hier unten. Und hier steht Wegsau. Ernsthaft? Wegsau? Wegsau. Mich irritiert es nur deswegen, also vielleicht, das ergibt bestimmt alles Sinn, aber es ist halt kein Wort. So. Sparen wir jetzt trotzdem 5 Euro, aber wenn ich jetzt. Tundro. Und wenn ich das rückwärts mache, ist das Uas Gev. Nö. Und das hier? Schädleweg. Hä? Das sind doch keine Wörter. Schmierereien. Was zur Hölle? Also ich wette, wenn wir den nächsten Umschlag öffnen, dann ergibt es alles Sinn. Aber es sind halt keine Wörter so, dass ich bin völlig. Und wir werden den ganzen Monat brauchen. Wir werden das. So, wir haben auf jeden Fall Wegsau. Wobei sie hat alles klein geschrieben. Ich schreibe jetzt alles groß. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörter. So, der Buchstabe. Wobei, wenn wir immer 5 Euro sparen.
Wir können ja 2 pro Woche sparen. 3. Gut, dann klären wir das noch im Februar. Alter Schwede, du kannst doch sowas ja nicht mit mir machen. Also, wir haben 21 plus 5 sind 26. So, dann machen wir 26 Euro, kommt. Überschreiten wir die 30 nicht. Müssen wir das ein bisschen einteilen. Was zur Hölle möchte sie mir damit sagen? Ich weiß es nicht. So. Ja, wir gucken mal, dass wir den Monat gut 100 Euro in den Führerschein packen. So, und zwar, wir haben aktuell 950. So. Und wir können ja, falls ihr lustig seid, können wir uns das nochmal genau angucken. Also, Führerschein 950, sonst vergesse ich es wieder. Steuern sind wir bei 1517. Tiere 1190. Falls sich jemand fragt, warum es so hoch ist, ich hatte es aber, glaube ich, im Monatsabschluss gesagt, falls eine Katze wieder krank wird, Schrägstrich todkrank. Oder falls mal eine OP ansteht. Also für einen Hund würde ich eine Versicherung machen. Für die Katzen haben wir keine Versicherung. Da sparen wir quasi in den Topf. Und wenn nichts ist, dann ist nichts. So, Gesundheit 1200. Wir müssen uns immer noch um unsere Brillen kümmern. Kleidung 380. Ja, Kleidung besparen wir aktuell gar nicht. Aber haben wir uns nicht beide jetzt Barfußschuhe gekauft? Sinnlos. So, wobei meine kommen noch nicht. Also Spasse will seine behalten, meine kommen, glaube ich, morgen. So, Auto 5750. Heim und Garten 1380. Luxus 105, das ist ja gut. Geschenke 230. Lesen 30 Euro. Ja, das ist gar nicht mehr so viel bei meiner Leidenschaft. So, Nebenkosten 2000. Mal gucken, was kommt. Urlaub 750. Auswärts 130. Oh ja, das war gut. Umzug 665. Und im Haus sind 2300. So, und da haben wir das jetzt. Kann ich es nicht wieder vergessen. Also, ja, ich weiß, Video ist jetzt nicht ganz eine Stunde geworden. Aber dafür haben wir dann am Sonntag ein bisschen mehr. So, und das Sonntagsvideo darf immer gern ein bisschen länger sein. Da können wir es uns gemeinsam gemütlich machen. In diesem Sinne, schönes Wochenende an alle, die bisher hingeguckt haben. Und wir sehen uns hoffentlich in 2 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.